Dankeschön. Hier sind deine Bücher. Und vergiss deinen Ohrenschützer nicht. Ist das für mich? Mhm. Dankeschön. Alfons, um hier müssen wir beim Fotografen sein und du bist noch nicht einmal umgezogen. Jetzt komm aber rasch. Und jetzt, meine Herrschaften, bitte ruhig halten. Ganz ruhig halten. Achtung! Ich das Gelände Zeit überblicke mit seinen schroffen und sanften Hügeln und seinen verschiedentlichen Abgründen, wenn ich dieses Stück geistig-körperliches Land übersehe, durch das ich bis zu den Stunden der Niederschrift meines bisherigen Lebens gegangen bin, so wird alles, was ich an Leid und Missgunst, Glück und Freude auf diesem Weg erfahren habe, wieder lebendig und füllt mir die Seele aufs Neue mit traurigen und frohen Bildern. Solches geschieht mir vor allem, wenn ich meiner Eltern gedenke. Mit jedem Tag treten sie und ihr Leben, das zu einem Teil auch das meine war, sichtbarer und plastischer aus dem Dunkel des Todes. Mein Vater hatte zuletzt sein Geld als Reisender verdient. Er vertrieb eine chemische Mischung, welche imstande war, den Kesselstein zu lösen. Unsere Probleme begannen, als Vater krank wurde. Es waren plötzlich Lähmungserscheinungen an den Beinen aufgetreten. Kein Arzt wusste ihm zu helfen. So lebten wir von dem Geld, das Mutter als Bedienerin verdiente. Bei ihrer Arbeit zog sie sich eine Blutvergiftung zu, in deren Folge die linke Hand verkrüppelt blieb. So waren wir also in großer Not. Unsere ganze Hoffnung richtete sich auf mein nahes Schulende. In der letzten Schulwoche stellte mich Mutter dem Inhaber einer Schusterwerkstätte vor, der geneigt war, mich als Lehrling mit einem Anfangsgehalt von 2 Kronen wöchentlich anzustellen. Es fehlten 3 Monate an der Vollendung meines 14. Lebensjahres, als ich meine Lehrzeit antrat. Mutter begleitete mich bis vor das Haus, worin sich die Werkstatt befand, und gab mir einen Kuss, der mich schützen und segnen sollte. Mit ihm war meine Kindheit zu Ende. Das ist der Neiche. Grüß Gott. Und nimm dort um. Da steht der Wagen. Die Schucht wird führst du die Kundschaften. Die Adressen stehen auf die Schachtel drauf. Jetzt pass doch auf beim Klopfen, du hast ja lauter Lecker rein. Anständig putzen. Sind die Stiefel für meinen Huber schon fertig? Der holt schon drauf. 2 Stunden wäre schon noch brauchen. Das streckt ja halt ein bisschen an. Das ist dringend. Erst! Kannst du da aufpassen? Das ist eine Eiche, verstehst? Wie heißt dein Bugleiter? Alfons. Alfons. Schuhl heißt. Ich heiße aber Alfons. Wenn er sagt, du hast Schuhl, noch hast Schuhl. Verstehst? Rudi. Hol mal Bier. Thank you.
Spazieren fangen wir gar nicht an. Und bring einen Korb mit Kohlen auf. Vom Keller. Links. In der Schusterwerkstatt gab es auch Kost, meist bestehend aus Abfällen, und Quartier, das ich mit den anderen Lehrlingen teilte. Jeden dritten Sonntagnachmittag war Ausgang. Zu Hause aß ich mich satt, und Mutter tröstete mich über die Unbilden, die ich vom Lehrherrn und den Gesellen erdulden musste, hinweg. Weil du einen Schusterpapp fressen musst. Was soll ich machen? Nachher will ich nicht mehr so einen Hunger. Wie geht's daheim? Der Vater ist ins Asyl gekommen. Du hast es gut. Kannst immer heimgehen alle drei Wochen. Wo bist denn du daheim? Nagelberg. Ist es weit? Mhm. Jesus Maria, schon wieder. Lass mit anderen lieber flehen, weil das sind mir gar nicht gewohnt. Bleibe lustig, fesch und munter, tuli, 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 weil der Werner geht nicht unter, tuli, tuli, tuli. Bravo, Schwer. Gut, dass du das gemacht hast. Da ist auf was. So? Du thank you.
weißt, was der Wachtmeister gesagt hat? Wie so einer Lappalie. Lappalie. Lohnt sich eine Anzeige überhaupt nicht. Und wer weiß, ob du nicht überhaupt alles erfunden hast. Man aber kennt doch die Jugend von heute. Aber ich hab's nicht erfunden. Du glaubst doch nicht, dass ich das erfunden hab. Der Orbis hat immer Unrecht. Und wenn wir zur Schustergenossenschaft gehen? Wir halten ja auch nur zu den Oberen. Morgen. 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 Bettgeher aufgenommen, jetzt wo der Vater nicht da ist. Die haben Nachtschicht und schlafen am Tag. Und in der Nacht sind zwei andere da. Alfons, es muss sein. So kann ich wenigstens die Miete bezahlen. Und wenn der Vater wieder nach Hause kommt? In der Lehre. Gut. Ernst was? Ja, freilich. Sei halt schön brav und fleißig. Was wird das dir? Also, Herr Petzold. Gegrüßet seist du, Maria. Du bist voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, jetzt und in der Stunde Absterbens. Amen. Na, geht es schon ganz gut, Herr Petzold? Ich muss mich taufen lassen, sonst behalten sie mich nicht. Bitte zu trinken. Bitte zu trinken. Wir waren auf die Suche nach einer neuen Lehrstelle gegangen. Ein Metalldreher nahm mich auf, schickte mich aber schon nach einer Woche wieder heim. Der Bub ist zu schwach. Und so erging es mir auch weiterhin. Überall wurde ich bald heimgeschickt mit dem mir leider schon geläufigen Spruch, der Bub ist zu schwach. Schließlich fand ich eine Stelle als Piccolo im Gasthaus zur Goldenen Weintraube, weit draußen in Simmering. Entschuldigung.
Der Rinäger ist von Montag und oben auf ein Kaffee. Taucht ein süßes Kippen, ja, der Nocher wisst es eh. Dreh die Trad, die Flut ist schmerzgefreit. Dreh die Trad, die Flut ist mein Freit. Bewegt ihr ein bisschen schneller. Hier bitte nicht eh an. Er wird ein alter Dixmann. Und wenn er dann schon nimmer kann, schiebt er halt von hinten ab. Meine Mutter, die heißt Witzi, genau so wie ich. Und die ist nicht noch am Vordersteher. Kruzifix, du Botschatter, Rauberspur, was siehst du nicht, was du da angekriegt hast? Einfach lass nur ein Bier, aber geschwind. Im Stadtpark sitzt ein Grobler, der schergelt mich so. So doll, das setzt den Zuber, ich tu der Rennig so. Auf einmal wird der Urlaub, der ist nicht ganz genau. So schnell kann ich nicht schauen, hol den Arsch schon in der Hand. Herrschaften, die Sensation des Abends. Direkt aus dem Etablissement Ronacher, heute bei Ihnen. Eine sensationelle Darbietung mit dem Hauf ferner Länder. Miss Lola Andersen. Bravo! Geputzt, da stell mir nicht die Aussicht. Hol ein paar Krakau-Kisten aus dem Keller, ist nichts mehr da, na geh schon. Mein Gott, wenn ich die anschaue, ist ja nur Haut und Knochen. Ha, das ist mein Weiberl schon weit lieber. Kann ich was zum Trinken haben? Was bin ich denn schuldig? Nix. Wie heißt denn? Schani, wo bleibst du denn? Die Gäste waren am Dusch. Alfons, du bitte,
Du musst mitkommen. Gleich. Jetzt ist er im Himmel. Jetzt geht's ihm gut. Da, nimm. Kennen die Monsieur Dame folgende charmante petite histoire? Eine Marquis geht auf die Reise. Er verabschiedet sich von seiner Gemahlin. Er befiehlt seine Maître de seine Aushofmeister während seiner Absence seine Besitztümer zu hüten. Und ihn also gleich zu informieren, falls irgendwelche besondere Vorkommnisse sich ereignen sollten. Offen! Nach drei Wochen, der Marquis... Vielleicht sollten Sie doch einmal zu einem Doktor gehen, Monsieur Jean. In der Husten wird er immer schlimmer. Ich fühle mich ganz respektabel. Und das bisschen Husten hat doch keine Menschen affektioniert. Der wird noch mal die Überfuhr versammeln. Schaut's euch an, der wird ja jeden Tag weniger, bald wird die Hosen von der Laumann anspazieren. Und die roten Flecke im Gesicht. Das sind dem lieben Herrgott seine Postmarken für die Ewigkeit. Wieso redet denn der Herr Breininger so komisch? Ja, um Gottes Christi willen. Bierschel sagt nie wieder Breininger zu unserem Master. Dass er tot sind. Ist ja direkt ein Entlassungsgrund. Wie denn? Monsieur Jean. Oder noch besser Monsieur Pain-Levé, weil das ist sein wirklicher Name, sagt er. Er ist nämlich, sagt er, das ledige Kind von einem Pariser Kellner, drum hat er das Französische so gern. Ganzes Geld trägt er zu den Advokaten in der Namensänderung. Ich weiß wirklich nicht, wo unser Master mehr krank ist. Da oben oder? Hallo. Mein Glück so weit am Gehen. Mir an Tome. Mes amis, ich verkünde euch ein Großfreund. Schon sehr bald. Ich werde führen können, meine wirklichen Namen. Pain-Levé, mon vrai nom. Meine Advokat sagt, es ist nur eine Frage von wenigen Wochen. Vielleicht schon zu Weihnachten. Ob wie da? Pain-Levé, Pain-Levé, lieber frieren wir da drin ersticken. Nix. Dann lass bleiben. Und? Wie heißt du? Petzold. Alfons. Und du? Konrad Löwy. Löwy, bist der Werner? Ja, eher Otterkringer. Ich bin der Herr Neusser. Na. Na, Neusser. Müssen wir uns ja gut vertrauen als Nachbarn. Nicht wahr? Du tust lesen? Was sagst du? Ich lese auch, wenn ich dazukomme. Das ist gescheit. Sind wir schon zwei. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Lesen, Tanz. Wie ich so jung war wie ihr, da habe ich was anderes im Kopf gehabt, als wir lesen. Das heißt, im Kopf direkt,
habe ich es nicht gehabt. Nächste Zeit, dass sie die Arbeit auch um ihren Kopf kümmern. Lang genug sind wir für blöd verkauft worden. Konrad wurde mein bester Freund. Das Zusammensein mit ihm zerstörte meine primitiven, angelesenen Vorurteile gegen Juden, von denen ich geglaubt hatte, dass sie die Schwerarbeit scheuten und nur für den Handel geeignet waren. Lasch das auf. Konrad und seine Familie plagten sich von früh bis spät, so wie ich und meine Mutter. Trotzdem war mein Freund immer guter Laune. Unter seinem Einfluss fing ich wieder an, auch für andere Dinge Interesse zu hegen, als nur für Arbeit und Schlaf. Sind wir müde? Da ist am gescheitsten was essen. Ich bitte sehr. Na, hat's dir gefallen? Ja, besonders die Bühne von Bleik. Ich bezwang meine Müdigkeit, um die Freizeit mit ihm verbringen zu können. Wir gingen ins Museum. Oder lasen uns gegenseitig aus unseren Büchern vor und diskutierten anschließend darüber. Gehen wir ins Museum, die Damen. Die Kunden. Doch, Peter, das schickt sich nicht. Na, komm. Wie oft gehst du dorthin? Ja, so einmal in der Woche. Konrad war Mitglied im Verein der Jugendliche Arbeiter und teilte mir bereitwillig alles mit, was er über den Sozialismus wusste. Vor meinen Augen entstand eine neue Welt. Ein Mensch unter Menschen sein zu dürfen. Kein Zugtier unter Zugtieren. Welche Offenbarung. Guten Tag. Guten Tag. Ich bringe Ihnen den Heinen zurück. Alfons! Da ist jetzt der Heine zurückgegeben worden, den du vorige Woche haben wolltest. Sehr gut. Sie lesen Gedichte? Ja, warum nicht? Ist interessant. Ich schreibe auch selber welche. Was wirklich kolossal, ich schreibe mich auch selber. Na sowas. Bei mir gehen die Dichterfürsten nur so ein und aus. Einmal werden sich die Tage ändern, leuchtend werden wie ein Baum im Frühling. Gott wird stehen an allen Straßenecken und aus jedem Herzen Güte schlürfen. In den Häusern werden alle Dinge Wesen sein, die mit beseelter Stimme leise zu den frohen Menschen sprechen. Welche Gnade, dass wir leben dürfen. Jeder von uns wird durchs Dasein schreiten, angetan mit festlichen Gewändern, unter einem lichtbeglänzten Himmel, den im Dunkel unsere Väter spannten. Naja, ist wirklich nicht schlecht. Sag ich ganz ehrlich, es gefällt mir wirklich sehr gut, ja. Nur vielleicht, was mir persönlich ein bisschen abgeht, ist erstens einmal die Metrik und zweitens die Liebe. Also bitteschön, junger Herr. Ich danke dem Herrgott, dass der Alfons noch nicht den Frauenzimmern nachläuft. Ach so. Wie viele andere in seinem Alter. Nein, die Frau, so wie das ja nicht gemeint. Ich meine, vielmehr in einer geistigen Hinsicht. Songs, könnt ihr bitte einen Zucker haben? Wir haben gerade keinen im Haus. Sie haben doch auch gesagt, dass Sie schreiben. Ja. Das wird mich interessieren. Ich habe nämlich noch nie jemanden getroffen, der auch schreibt. Naja, an und für sich interessiere ich mich persönlich mehr für die dramatische Kunst. Ich möchte nämlich Schauspieler werden. Ja, ich schreibe auch selber Stücke. Da habe ich sogar eins dabei. Von mir. Ich muss nämlich nachher noch zu einer Probe vom Theaterverein. Theaterverein Harmonie. Wollen Sie uns nicht was vorlesen? Ach so, ja. Gern. Ja. Der Fischer und die Nonne. Drama in 6 Akten von Wolfgang Berghof. Wer ist Wolfgang Berghof?
Ja, das bin ich. Das ist eine Art Künstlername. Sie sollten sich übrigens auch anzulegen, ja? Also, der Fischer und die Nonne. Dramen, 6 Akten von Wolfgang Berghoff. Erster Aufzug, erste Szene. Felsiges Ufer der Insel Capri. Ein Sturm braust. Die Wogen donnern gegen die Klippen. Der kleine Fischer Antonio hat mit letzter Kraft sein Boot in Sicherheit gebracht. Und plötzlich ein Blitz zuckt vom Himmel. Entschuldigung, ich muss nur geschwind. Das ist ja schon das 5. Mal heute. Der Bub muss was Schlechtes gegessen haben. Ich werde meinen 1000 Gulden gerade den machen, wenn ich da fertig bin. Während Millionen vergehen vor Not und Schmerz, vor Not und Schmerz? Na, das ist nicht gut. Ta, 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 ta. Vor Hunger und Schmerz. Vor Hunger und Schmerz sitzt ihr an den Tischen der Reichen, lasst euch nicht erweichen. Partei zu nehmen für die Armen, wie Christus es tat. Oh, ihr Pfaffen, Gott wird euch strafen. Na, was sagst du? Ich weiß nicht. Das, was du früher geschrieben hast, hat mir besser gefallen. So geschraubt klingt das alles. Na ja, das ist wegen der Metrik. Das hat mir der Komarik beigebracht. Und der Buch hat ihm angeglichen. Was glaubst du, was du alles wissen musst? Blank wär's, Streck wär's, Pentameter. Hexameter, Alexandrin. Ja, genau. Und der Komarik schreibt auch. Aber Theaterstücke. Und er ist Schauspieler. Das heißt, er will es dann erwähnen. Und wir probieren bei uns zu Hause ein Stück miteinander. Und das führen wir dann auf im Theaterverein Harmonie. Alfons, der 1000 Gulden-Gratte ist fertig. So macht Gewissen feige aus uns allen. Die angeborene Farbe der Entschließung wird es getan. Ich bin deines Vaters Geist. Für eine ganz bestimmte Frist dazu verurteilt, umzugehen, wenn das, das Kitzel. Halt doch ruhig. Die reizende Ophelia, Nymphe, schließe dein Gebet all meine Sünden ein. Mein Prinz. Mein Prinz, wie geht es euch seit so vielen Tagen? Schießen. Bitte kriegt der Fußstange heute keine Wut raus. Aber wird schon gut gehen. Bei dem Brumm warst du einmal so toll. Ja, da war ich schon sehr gut, ja. Jetzt müssen wir aber aufbrechen. Jetzt ist höchste Zeit. Kommt. Ja, okay, kommt, gehen wir. Wir sind Trapezol. Trapezol, auf Wiedersehen. Er kommt schon. Danke. Passt auf, dass euch niemand sieht in dem Aufzug. Ja, das ist schon zu regnen. Alfons, geh, komm. Mach's gut, Alfons. Schaut, dass du nicht mitkommst. Und wer wascht mir die Wäsche in der Zwischenzeit? Pass auf, bau uns eine Bühne. Mach nur mal den Schluss, du. Ja, das ist eine Idee. Ja. Proben wir das so, mal. Ach so, jetzt machen wir das gleich. Ja, mach ich, geht schon. Mach's du kurz. Gut, pass auf. Alfons, sagst du da ein? Ist in Ordnung. Hey, gib mir das Schwert. Du, ihr zwei, König, auf. Auf auf die Dinge, auf die Bühne. Ja, da oben auf den Tischl. Du, pass auf, aufs Fass laufen, ja? Gut ist. Machst du das? Ja, mach ich. Alles fertig? Gut. Kommt, mein Herr. Kommt, mein Prinz. Ah, ein Treffer. Was sagt ihr? Berührt, berührt, ich gebe es zu. Berührt, berührt, ich gebe es zu. Unser Sohn wird gewinnen. Er schwitzt und ringt nach Atem. Wir haben jetzt neben ein Taschentuch und wischen die Stirn. Die Königin trinkt auf dein Glück, Hamlet. Majestät? Gertrud, trink nicht. Ich möchte aber mein Gebieter. Schau, was die da macht. Ich bitte euch, Majestät, so verzeiht mir. Es ist der vergiftete Kelch. Es ist zu spät. Kommt, Laertes, zum dritten.
Mal. Ihr tändelt nur. Ich bitte euch. Stoß zu. Ihr behandelt mich wie ein verzogenes Kind. Hör! Das sagt er nicht. Schauen wir mal hin, ha? Jetzt geht's auf. Was ist mit ihr? Ah, die sind erschwinden hier, weil sie sie bluten sieht. Nein, Hamlet, der Trank. Ich bin vergiftet. Oh, oh Schurkenstreich. Hamlet, du bist umgebracht. Die ruchlose List hat sich in mich gewendet. Sieh, hier liege ich, um nie mehr aufzustehen. Deine Mutter ist vergiftet. Ruhe für die Kunst! Schaut euch den Bruder an, der glaubt, er ist ein Marl. Oh, die Spitze auch vergiftet! Schaut nach, wenn es dich interessiert. Das mach ich glatt. Schaut mal um, ey. Wo hast du denn? Ja, lass es ihm in Ruhe. Es soll's mich aus. Bitte. Ich gehört euch gar nicht, dass das oben wäre, ganz. Ich bin nicht oben. Na, bitte nicht, bitte, ich bin Schauspieler. Bitte. Der Sänger, der war so besoffen. Servus. Na, was ist? Traust du nicht allein? Ich komm nicht rein, die Tür ist zugesperrt. Ah, dann ist ja schon leicht verschlafen. Da brennt ja ein Licht. Ah, dann wird er die Nacht durchgearbeitet haben. Da sperrt er sich immer ein, weil er sich fürchten tut. Muss ja schon. Wir sind's. Um Gottes Willen. Der Master. Der Master. Er ist unten. Frau Dostal, geschwind rufen Sie die Rettung. Und ihr treibt Hand auf für uns. Ja, ich hole inzwischen Wasser. Herr Breinlinger! Herr Breinlinger! Wenn Sie sagen, en corps une fois, Herr Breinlinger. Entschuldigung. Monsieur Jean. Dann ich werde Sie. Herr Breinlinger! Herr Breinlinger? Schreibst du mal? Klar. Sobald ich weiß, wo ich bleib. Na geh. Nächstes Jahr bin ich wieder da. Wer weiß? Na, wirst schon sehen. Herr Chef! Herr Chef! Ja. Darf ich mitfahren, Herr Stickel? Wo ist denn hin? Irgendwo hin. Wo wir einen fleißigen Kampf brauchen können. Graufe! Ich werde nie vergessen. Den Löwe. Den Juden. Hör auf! Gehört's euch! Ich hab's eilig! Was? Na, nimm schon. Geht schon, Master.
Nächstes Jahr. Wirst schon sehen. Diesen Winter hungerten wir wie die Hunde in Konstantinopel. Die Werkstätte von Monsieur Pinlevé war nach seinem Tod geschlossen worden. So lief ich wieder von Fabrik zu Fabrik, von einer Werkstätte zur anderen. Aber die Zeit war in wirtschaftlicher Hinsicht schlecht bestellt. In jedem Beruf gab es eine erschreckende Anzahl von Arbeitslosen. Und die Tagesblätter waren voll von den Tragödien des Hungers und des Frostes. Vor den Wärmehallen stauten sich die schutzsuchenden Menschen. Und vor den Asylen für Obdachlose gab es blutige Kämpfe. Dabei johlte nicht weit davon der Fasching durchs Land und strömte ausgelassene Festfreude aus den überfüllten Ballhäusern. Na, es geht nicht. Ja, geh dann weiter. Bitte rückwärts anstellen. Die Frau. Dreimal täglich einen Kaffeelöffel voll und dann heizen Sie einmal ordentlich ein. Bei der Köten wird die Mutter nie gesund. Aha, ich verstehe. Na, dann werde ich veranlassen, dass Sie von der Gemeinde ein paar Sack Armenholz kriegen. So wenig? Na, mehr ist das Graffel nicht wert. Schöne Blärmann, der junge Herr. Vielleicht ein Paket an die schöne Frau. Ich hole mal her, da. Schöne Blärmann, der Herr. Ganz frische Rosen aus dem Klaushaus. Ganz frische. Ein paar Rosen, gnädigste. Knefrau, bitte suchen Sie noch welche aus. Welche darf es denn sein? Dieter? Vielleicht und... Darf sie und, sein? Ja. Bitte. Darf noch? Und vielleicht noch und einen? Die vielleicht? Ja. Und eine dritte noch, ja? Prost, stimmt schon. Dankeschön, der Herr. Danke. Bonanola. Bonanola! Was soll ich vom Tode meiner Mutter erzählen? Sie starb so schwer, wie ihr Leben gewesen, und hatte nicht mehr die Kraft, mir ihr Sterben leicht zu machen.
Sonst hätte sie es getan und mir noch im letzten Augenblick tröstlich zugelächelt. War es ein Trost, dass es 100.000 Arbeitern so ging wie mir? Die waren oft noch schlechter dran, denn nicht selten steigerte eine große Kinderschar die Angst vor Hunger und Obdachlosigkeit. Die Zinshäuser der Vorstädte waren erfüllt von dieser Angst. Sie schwebte als dunkle Wolke über dem Leben des Arbeiters. Sie konnte ihn bis zum Irrsinn erregen, den tiefsten Schlaf stören und ihn am hellen Tage zum Erzittern bringen. Was fragen Sie denn, wenn es eh groß da steht? Ich hab's extra hingehängt, damit mir nicht die Leute dauernd fragen. Oder können Sie nicht lesen? Hier werden keine Arbeitskräfte aufgenommen. Verstanden, wo? Und jetzt habe ich die Ehre. Ohne Arbeit ist der Mensch weniger als der Vogel in der Luft. Und der Wurm in der Erde. Dem Stein ist er gleich, der bewegungs- und wirkungslos daliegt. Nur mit dem Unterschied, dass der Stein die Tragödie der Nutzlosigkeit nicht fühlt. Für den Arbeiter ist sie die schmutzigste Schmach. Eine Kloake macht sie aus seinem Dasein, aus der die Laster und Verbrechen steigen. Der Hass und der Fluch. Na, haben Sie Arbeit gefunden? Na, aber vielleicht morgen. Das erzählen Sie mir schon seit 2 Monaten. So kommt die Miete auch nicht rein. Schauen Sie, Herr Petzold, ich kenne 5, was heißt 10 Familien, die lieber heute als morgen da einziehen möchten. Und die taten mir sogar die Miete im Voraus zahlen. Können Sie mir irgendeinen vernünftigen Grund sagen, warum ich ihn da weiter wohnen lassen soll? Na, wo ist er? Am Samstag ist der erste. Bis dorthin können Sie bleiben. Den Stockel und die Kredenz lassen Sie mir da. Alles dann. Ich habe die Ehre. Franco, ist noch ein Plattl frei? Franco, du besoffener Haderlump, bist vielleicht derisch? Es ist jemand da, der stranzen was will. Was ist denn so, blöde Unurke? Lieg eh schon übereinander. Kein einziger Matratzen frei. Nix ist. Wie redest du mit mir? Schlag lieber deinen Rausch aus. Welcher wissen, wer von uns zwei mehr zocken ist? Du oder ich? Die Halle vor der Ostsee!
die eigentlich reinlassen? Die habe ich doch gestern schon einmal ausgekauft. Lass mich den Frieden. Der Alte hat gesagt, ich darf da unten. Der Alte sagt, interessiert mich nicht. Sie will doch keiner, du Elendiger. Was glaubst denn du eigentlich, wer du bist? Ne? Kein Geld haben, aber da wohnen wollen. Atze mit dir! Der Hohe ist am Schneller. Und lass dich da nicht mehr anschauen, sonst hol ihn wach da! Der Teufel soll dich holen. Was ist mit dir los? Ich bin delogiert worden. Und da haben sie mich nicht mehr reinlassen. Ach, sei froh. Ja, aber da kannst du auch nicht sitzen bleiben. Sonst bist du bei den Engelmuren. Komm mit, ich weiß was. Komm mit. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass uns niemand sieht. Pass auf, hat er nicht den Kopf ab. Mhm. Hallo, ich bin Simmerl. Wie hast du denn da mitgebracht? Den habe ich zusammengehabt, sonst war er noch der Frühen. Wie heißt denn? Alfons. Verflucht er mal, jetzt ist mir alles gekommen. Ah, da schon her, da kommt schon wieder eine. Servus, Burschen. Maximal, heute gibt's sogar ein Fleisch. Servus, Möschbeis, Sandro. Grüß dich. Na, hast du keinen Haken, der Käse? Bravo. Schon macht er nichts draus. Ich hab auch kein Glück gehabt. Wer ist denn der Herst? Den kenne ich ja gar nicht. Du kannst daher haben. Was der Papier drunter legst, ist gar nicht so kalt. Was will denn der da? Der soll den schleichen. Geh, Alter. Das ist genauso ein armer Teufel wie du. Sagt, was habt ihr denn gemacht heute? Blöde Frau. Warum? Die Suppe ist fertig. Der Küter doch nicht sein auf dem Schloss. Das ist maximal. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und die Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließen. In das Gebiet der Kanaiter, Hethiter, Amoriter. Der Bruder sei stark über den Schlafen. Guck's raus. Guck's raus. Gott, schön gut. Was machen wir? Ich schau zu ein paar Hütten vor. Na, wir gehen jetzt nicht beim Herzigen. Wo geht's jetzt hin? Ich hab nachgeschmort. Wir gehen da hin. Mein Herr, führt euch. Thank you.
machst denn du da? Komm raus, hör was sofort. Ich halt dir nur. Das kenn ich ja. Na warte mal, bist du nicht der, der mit dem Löwe befreundet war seinerzeit? Ja, schon. Na klar, jetzt weiß ich's, wie der Alfons heißt, gell? Servus. Du kennst mich nicht, ich bin der Arthur. Der Löwe und ich, im jugendlichen Arbeiter haben wir zusammengearbeitet. Na also, was hockst du denn da im Dreck? Hast du noch nichts gegessen heute? Na, komm mal mit. Ich lass doch einen Freund vom Löwe nicht verkommen. Der Konrad ist gefraßt. Haut einfach ab. Und lasst nie wieder was von sich her. Und seit Jahren gibt es das Gesetz gegen die Kinderarbeit. Seit Jahren gibt es das Gesetz gegen die Nachtarbeit von Frauen und Jugendlichen. Seit Jahren gibt es den gesetzlichen 12-Stunden-Tag und die Einhaltung der 24-stündigen Sonntagsruhe. Aber wir alle wissen, dass diese Gesetze ständig gebrochen werden. Viele von uns arbeiten länger als die vom Gesetz vorgeschriebene Zeit. Müssen wir ja, sonst verlieren wir die Stelle. Lieber 13 Stunden Arbeit, als wie gar keine. Wer hilft mir, wenn mich da direkt raus hat? Da warten schon 5 andere auf meinem Boden. Aber sind sowieso immer die Stärkeren. Ja, aber das ist ja das Problem. Jeder denkt zuerst an sich. Ja, und so geht nichts weiter. So wird nichts weiter. Wenn keine Solidarität da ist, nutzen uns die ganzen Gesetze gar nichts. Es ist klar, dass die Oberen stärker sind als ein einzelner Arbeiter. Aber wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns gemeinsam zur Wehr setzen, dann wird es uns auch gelingen, die Einhaltung dieser Gesetze zu erzwingen. Na, geht's besser? Schlafen kannst du jetzt einmal bei mir und wegen einer Arbeit. Ich frage heute morgen bei uns in der Fabrik. Danke dir. Was gar nicht wieder zukommt. Aber geh. Okay. Sag, du hast doch einmal so Gedichte geschrieben. So Sachen über uns, die Arbeiter und das ganze Elend und so. Ja. Aber jetzt schon lange nicht mehr. Ich hab aufgehört damit. Na, fang's halt wieder an. Wir brauchen sowas für unsere Flugschriften. Und Vortragsabende haben wir auch. Ja, aber das ist ja das Problem. Genossen. Da? Ja. Das geht doch nicht so auf Befehl. Ah, nicht? Und gemeinsam werden wir diese Welt verändern! Vor Wochen noch stand er beim Amboss. Nein, Stein. Vor Wochen noch stand er beim Amboss Stein und glühte Eisen. Eisen. Hollaro, der müde Krieger ist da. Was macht die Kunst? Darf man schon was sehen? Warten wir ein bisschen. Ist noch nicht fertig. Das ist die Fini, die Tochter von der Hausmeisterin. Arbeit in einer Gärtnerei. Christi. Ja, also, was die Arbeit anbelangt. Ich hab dem Vorarbeiter ein Loch im Bauch geredet. Und der Vorarbeiter hat dem Kontoristen ein Loch im Bauch geredet. Und der Kontorist hat dem Direktor ein Loch im Bauch geredet. Montag kannst du anfangen. Arthur, und ich hab glaubt, du sagst, das ist nix. Na gut, gell? Und weil heute Samstag ist. Und weil wir was zu feiern haben. Und weil die Welt schön ist. Gingen wir drei Hübschen heute zum Holzingerwirten auf eine kleine Trarerei. Hollari, hollaro, hollari, hollaro! Ja, wen haben wir denn da? Der Freund hat gesagt, ich soll mich da hersetzen. Das habe ich aber nur drei Bier. Das macht nichts, ich will eh nichts trinken. Na, wie bin ich zu dir? Das Freilein war ganz alleinig und es fehlt eh noch eine Dame. Jetzt haben wir wenigstens zwei Badeln.
Unterhalt euch halt gut, ne? Fini komm, trinken könnt später. Holst du uns dabei einen Platz frei? Magst du auch tauchen? Na danke. Vielleicht später. Ich kann's eh nicht gut. Ich bin der Alfons. Und ich die Mitzi. Die Mutter hat früher immer Maridl zu mir gesagt. Maridl? Das passt viel besser zu dir. Und jetzt sagt sie es nicht mehr? Nein, sie ist schon gestorben. Wo bleibt denn der? Herr Ober! Der Vater? Wir haben ein Hutgeschäft auf der Wieden. Da geht's sicher eh gut. Ich bin weggerannt von daheim. Ja, wieso das? Der Vater. Er hat mir was angetan. Ich hab Tante zu ihr gesagt. Aber sie ist gar nicht meine richtige Tante. Sie ist nur ins Geschäft zu uns gekommen und hat hier gekauft. Massenhaft hier. Und Kunstblumen und so. Mir hat's allerweil Naschereien mitgebracht. Und dann hat sie irgendwann einmal wollen, dass ich Tante zu ihr sag. Der Mutter war's eh nicht recht. Aber der Vater hat nur gelacht und hat gesagt, so eine Tante wünscht er sie auch. Und wie ich dann von daheim weggerannt bin und nicht gewusst habe, wo ich hin soll, da ist sie mir halt eingefallen. Die Adresse habe ich erkannt, weil ich schon mal liefern war dort. Aber was das für ein Haus? Was das für ein Haus ist, das habe ich damals nicht gewusst. Anfangs war es eh nicht schlecht. Sie war lieb zu mir und die Madel nah. Aber dann haben sie mir gesagt, sie machen ein Fest mit Herren. Und ich soll doch auch dabei sein. Und sie hat mir so viel zum Trinken gegeben. Da heraus? Sollen wir wieder reingehen? Nein, nein. Da heraus ist mir lieber. Moment. Bitte versprich mir, dass du da nicht mehr hingehst. Und wo soll ich sonst hingehen? Thank you.
morgen. Sie ist weg. Was sagst? Das Marie. Das Madel ist weg. Wo ist sie denn hin? Das weiß ich doch nicht. Ich hab doch noch geschlafen. So ein dummes Ding. Nein. Dabei wollte er heute vorschlagen, dass er bei meiner Schwester wohnt. Vielleicht kommt sie wieder. Von den anderen geht's wieder an die Arbeit, aber geschwind. Oh ja. Wieder notwendig, Kopf und Kinder. Ja, ja. Meine Arbeit dürfte sich verweisen. Genossen, herhören. Was dem Franz passiert ist, kann jedem von uns passieren. Morgen dir, übermorgen dir, nächste Woche mir. Und warum? Weil die Maschinen wichtiger sind als wir die Menschen. Weil wir billig sind. Weil wir ersetzt werden können. Und weil wir die Goschen halten und uns nicht zur Wehr setzen. Kellermann, stark bist! Den Oberen ist wurscht, was mit uns passiert, solange die Marie stimmt. So, Kellermann! Ist es! Warte, Kellermann, rede ich los! Bei Krieger und Kompanie ist gestreikt worden für bessere Sicherheitsbestimmungen. In der Kampfgarnspinnerei, in der Schwägerstraßen, haben die Genossen dann durchgesetzt, dass schwangere Frauen nicht kündigt werden dürfen. Ja, verdammt noch einmal! Sollten wir uns alles gefallen lassen? Denkt an den Franz! Für den Franz! Für den Franz! Es sind doch keine Viecher, die am Abend halb tot ins Bett fallen und sie am Sonntag einen Rausch ansaufen. Genossen, wir müssen uns Bildung aneignen. Da nur so wird es möglich sein, dass wir für uns... Bravo! Der Betzold soll was lesen. Betzold! Zum Bierer! Das ist der Arbeiter, der Dichter Betzold. Bravo, Betzold! Gut habt ihr es gemacht. Servus, Betzold. Hast du was dabei? Das geht ja was auswendig. Ist die Dame? So, Baronin, sie sagt, sie interessiert sich für die Probleme der Arbeiterschaft. Und der Herr? Das ist der Redakteur Jäger vom Wiener Almanach. Bitte! Proletarierkinder. 30 lichthungrige Fenster, eng aneinandergereiht. Aus jedem mit hungriger Stimme nach Freude die Armut schreit. An jedem zweiten und dritten Fenster ein blasses Kindergesicht. Und jedes hat in seinen Augen ein klagendes Sehnen, das spricht: Wir sollen die hoffnungsvollen Blüten der Menschheit sein. Wir sollen schließen die Kraft und die Schönheit der Zukunft ein. Doch unsere Väter hungern am Werktisch und an der Bank.
Die Brüste unserer Mütter sind schlaff und krank. Luft suchen unsere Lungen, die Hände frisches Brot. Was wir als Erbe bekommen, ist Siechtum und früher Tod. Und hinter unserer Gasse ist die Welt so reich und weit. 30 lichthungrige Fenster, eng aneinandergereiht. Aus jedem mit grausiger Stimme die Schande der Großstadt schreit. Erschütternd. Das war wirklich schön heute Abend. Herr Baron, ein ganz großes Danke Erlebnis. Ihnen, wenn Sie das sagen. Darf ich Sie zu einem kleinen Imbiss bitten, meine Herrschaften? Herr Redakteur, Herr Grigori. Vielen Dank. Sehr gut. Danke, mein Kind. Mama, du hast mir versprochen, dass du mich dem Grigori vorstellst. Sei doch nicht so ungeduldig. Die Baronin mit ihrem Sozialfimmel. Also ich weiß nicht, ob ich mir das anhören möchte. Also ich verstehe gar nicht, was Sie haben. Nur mir hat das gefallen. Mir nicht. Die Gedichte von Ihrem jungen Schützling haben mich enorm beeindruckt. Sehr. Unglaublich, wie echt, wie lebensnah er das Elend der Arbeiter schildert. Kein Wunder, er ist ja selber ein Arbeiter. Was Sie nicht sagen, ein Arbeiter, ein richtiger Proletarier? Ein richtiger Proletarier. Und so etwas dichtet, ist ja großartig. Sagen Sie... Herr Hofschauspieler, entschuldigen Sie, Baronin, aber meine Tochter liegt mir schon den ganzen Abend in den Ohren. Sie hat sich so gefreut, Sie endlich einmal aus der Nähe und privat zu sehen. Gestatten Sie, Eugenie, eine glühende Verehrerin Ihrer Kunst. Entzückend. Entzückend. Ich war in all Ihren Vorstellungen. Um Himmels Willen, aber ich war oft sehr schlecht. Sie waren immer wunderbar. Wenn ich Ihnen nur gefallen habe. Alles Gute, danke. Mein kleines Fräulein. Meine Gnädigste, man sieht sich nachher noch. Sehr liebenswürdig. Herr Grigori, Sie wollten mich etwas fragen. Ich? Ach ja, sagen Sie, diese Arbeiterdichter, haben Sie von dem noch mehr Texte? Ja, habe ich. Ich denke mir nämlich schon die längste Zeit, dass ich in meine Rezitationsabende eine etwas progressivere Note hineinbringen sollte. Die Zeit ist reif für solche Themen. Sie haben die Arbeiter gegen den Betrieb aufgehetzt. Na, wir haben sie ermutigt, sich gegen die Ungerechtigkeiten zu wehren. Ach so, so nennen Sie das also. Na ja, dann werden Sie eben von nun an Ihre segensreiche Tätigkeit woanders entfalten. Holen Sie sich Ihre Arbeitsbücher. Sie sind entlassen, beide. Ein sehr interessanter Abend. Ganz spezielle Note, besonders durch diese Arbeiterlyrik. Wollen Sie nicht kennenlernen? Wen? Nun, diesen Arbeiterdichter. Ich weiß, wo er wohnt. Ich? Ach. Also, ich weiß wirklich nicht. Andererseits, als Schauspieler sollte man sich der Wirklichkeit stellen. Ja. Zum eigenen Nutz und Frommen. Mein Teuerste, Sie haben mich überredet. Aber erst, wenn ich von meiner Tournee zurückkomme. Ich muss wieder tingeln. Sie wissen ja, die Gagen sind zu klein. Aber Sie müssen mich daran erinnern. Keine Sorge, Sie entgehen mir nicht. Ich war wieder einmal ganz unten angelangt. Da ich so manchen Abend hungrig zu Bett gehen musste, war mein Aussehen miserabel. Und ich konnte es den Leuten, die Stellen zu vergeben hatten, nicht verübeln, dass sie mich nicht aufnehmen wollten. Manchmal gelang es mir, eine Gelegenheitsarbeit zu ergattern, und ich war glücklich darüber. Obwohl die Arbeiten meistens so schwer waren, dass sie meinen ohnehin geschwächten Körper völlig überforderten. Mit dem Gedichteschreiben und auch mit der politischen Arbeit war es nun wieder vorbei, zumal Arthur seit einiger Zeit am anderen Ende der Stadt arbeitete und meistens erst nach Hause kam, wenn ich schon längst vor Erschöpfung eingeschlafen war.
öfter plagten mich stechende Schmerzen in der linken Seite. Wenn ich hustete, wurden sie zum Aufschreien stark. Kälte und Hitzewellen rollten durch meinen Körper. Und um das Gehirn spannte sich eine stählerne Spange, die beinahe immerfort glühte. Kannst du vielleicht der Mutter fragen, ob es nicht ein wenig an Essig braucht? Mama! Ja, was ist? Mama, der Essigmann ist da! Ich brauch nichts. Warten Sie dann so ein ganz wenig den Kopf für Ihre Legina, eine kalte Bauschen aufs Jack. Ich hab eh schon die Finger um den Doktor geschickt. Da ist der Spitalszettel. Der Krankenwagen wird gleich da sein. Er schaut ja aus wie ein Selbstmörder. Vielleicht hat er das unglückliche Lieb ein paar Strafwürzeln geschluckt. Aber die Ehre, Frau Fahner. Wir bringen ihn schon wieder ran. Nein, danke schön, das ist heute der Tagel. Was habt's denn für einen? Er scheint ein Blutwurst, der ist. Ausschaut wieder wie ein Gespenst. Na, da hab ich schon gefressen. Alfons, kennst du mit dem nicht? Ich bin's, der Arthur. Wie geht's mit den Alfons? Nächste Woche können Sie heim. Also ich weiß nicht, ob das schon zu verantworten ist. Aber sicher, lieber Kollege. Der Bluthusten ist gut geworden und das andere wird sich geben. Panne Petzold, lass uns doch weg da. Werden sehen, bald sind wieder bei uns, no? Du sollst nicht so oft da herum sein. Ich steck dich doch an. Lass ihn doch da bleiben. Ich hab keine Angst. Hoffentlich wohnt er noch da. Es ist ja doch schon eine Weile her, dass ich... Ob es diesen Menschen überhaupt recht ist, dass wir ihn besuchen? Solche Leute haben ja auch ihren Stolz, ihr proletarisches Standesbewusstsein gewissermaßen. Stiege 4, da ist es. Dachboden, kein Lift. Ach, du großer Gott. Also dann, auf, mein lieber Herr Grigori. Sie wissen ja, dass ich das nur Ihnen zuliebe mache. Ja. Im Spital haben sie ihn nach 4 Wochen heimgeschickt. Der Primaris hat gesagt, er ist eh schon gesund. Da war er seitdem schon 2-mal einen Blutsturz gehabt. Um Gottes Willen. Und wovon lebt er? Die Mutter kocht für ihn mit. Und das da, der war mein Verlobter. Da muss doch etwas geschehen. Der Mann gehört in einer Heilanstalt. Ja, Herr Petzold. Nehmen Sie los, sehen Sie sich. Herr
Kennen Sie mich noch? Ich hab nichts Neues schreiben können. Seit wir uns zum letzten Mal. Keine Sorgen machen. Alles wird gut. Wo ist jetzt der Petzold, Herr Professor? Die haben Sie schon erwartet, Herr Petzold. Willkommen bei uns. Sie werden jetzt müde sein. Ich schlage vor, dass Sie erst einmal schlafen gehen und morgen werden wir dann schauen, wie es weitergehen soll. Mein Freund, der Gregori, hat mir gedroht, dass er mir den Kopf abreißt, wenn Sie nicht gesund werden. Also müssen wir uns anstrengen. Die Philomena soll euch sagen, wo sein Bett ist. Guten Abend, Herr Professor. Oh, gnädigste, Sie sollten aber längst im Bett sein. Ein bisschen noch. Ich fühle mich heute so wohl, so als ob ich schon gesund wäre. Das ist wahrscheinlich der Charme vom Baron. Tja, das ist eine Medizin, die wir Ärzte nicht verschreiben können. Na, alles klar. Nacht, Herr Petzold. Schlafen Sie gut. Wenige Meter vor mir stieg die Herrlichkeit eines Bergwaldes auf. Im Licht der Sterne konnte ich jeden frisch beschneiten Ast der Bäume ausnehmen. Und tief hinein konnte ich in diesen Wald blicken, in sein weißes, silbernes Herz. Traumhaft führte mich der Dämmer des Saales in das Schneereich des Waldes hinüber. Ich ging durch seine Herrlichkeit immer zu. Unerhörte Reinheit umgab mich. Und sie wusch mir von Leib und Seele den Schmutz ab. Ich spürte, wie Kruste um Kruste schwand und alles Böse und Hässliche war fern wie noch nie in meinem Leben. Ein starkes Glücksgefühl erfasste mich. Leise flüsterte ich vor mich hin. Ich muss und werde gesund werden.